Sehr verehrte Freunde, herzlich willkommen zum Halbfinale der FIFA Europa League 2019. Willkommen aus dem Santiago Bernabeu, dem Finalstadion der Champions League. Wir haben Real Madrid gegen Manchester United und wir haben den PSV Eindhoven gegen Arsenal London. Es ist ja durchaus amüsant, dass das Team, nämlich Juventus Turin, dessen Stadion das Finale der Europa League sein wird, in der Champions League spielt. Und Real Madrid, dessen Finale das Champions League Finalstadion sein wird, in der Europa League spielt. Amüsanter Gegensatz und auch eine Choreo der Real-Fans. Bis zum Ende, auf geht's Real. Eine klare Botschaft auf der Choreografie, die wollen ins Finale. Und das ist ja wohl klar, wenn es schon nicht die Champions League sein kann, dann doch wenigstens die Europa League. Ob es klappt, werden wir spätestens nächste Woche dann wissen und wir gehen rüber nach Eindhoven. Moin auch aus Eindhoven hier, ist der FC Arsenal zu Gast und die Gunners sind natürlich auch der Favorit gegenüber den Holländern, die natürlich auch ins Finale wollen und damit wäre Eindhoven das zweite holländische Team in Folge nach Ajax im letzten Jahr. Ajax konnte gewinnen im Finale, aber da muss Eindhoven natürlich erst einmal hinkommen und mit den Gunners steht ihnen da ein wahres europäisches Schwergewicht im Weg. Um Bernd Leno hier, dem deutschen Schlussmann. Und da geht es natürlich heute für die Eindhovener drum, kein Gegentor zu kassieren. Und Arsenal dagegen wird alles dran setzen, ein Auswärtstor zu erzielen. Es wäre hier in der Welt von FIFA, sage ich mal, auch das erste Finale generell für die Eindhovener. Und es ist auch das erste Halbfinale überhaupt. Das bedeutet, für diesen Verein wäre es hier der ganz, ganz große Wurf. Das ist es eigentlich jetzt schon. Sie spielen die beste Europacup-Saison in ihrer FIFA-Geschichte. Der FC Arsenal dagegen möchte mit dem Sieg in der Europa League sich endlich wieder für die Champions League qualifizieren. Da waren sie ja in den letzten beiden Jahren in FIFA auf jeden Fall dabei. Nur jetzt war es nicht mehr ganz der Fall. Und das Spiel ist angepfiffen und damit auch die beiden Halbfinalspiele in der Europa League. Ich bin gespannt, wie unser Finale im Juventus Stadium aussehen wird. Und hier stürmt erstmal Eindhoven nach vorne. Angelino ist das hier. Zurück auf Henrichs. Der bringt den Ball dann rein. Über einen Mann, der noch angespielt hat, aber erfolgreich war das Ganze am Ende nicht. Und jetzt sind die Gunners diejenigen, die nach vorne stürmen. Da hätte gerade Lacazette war das, glaube ich, jemanden schicken können. Hat er nicht gemacht. Jetzt ist die Kolasinac, der keinen Weg vorne findet. Den Ball erstmal zurück zu Granit Xhaka spielt, der den Ball jetzt verliert. Und jetzt sind es wieder die Holländer im Ballbesitz, die auch den Weg nach vorne suchen. Aber ebenso nicht erfolgreich. Luke de Jong war das hier mit dem Fehlpass. Und jetzt kann der FC Arsenal sein Spiel wieder von hinten heraus aufziehen. Das ist Mkhitaryan. Und wieder Mkhitaryan. Der hat jetzt mal vielleicht ein bisschen Platz, kann den Ball reinbringen. Nein, er schießt. Das war der erste Schuss auf den Kasten hier in diesem Halbfinale. Er kam vom Favoriten. Unai Emery hat den natürlich gerne drin gesehen. Aber das war er am Ende nicht. Und wir, liebe Freunde, machen mal die Fliege und fliegen rüber nach Madrid ins Bernabeu. Genau, und in Bernabeu gibt es eine Ecke für die Red Devils, die hier ganz schön Krach machen, sag ich mal, vom Kasten von Courtois hier in den ersten 7 Minuten. Sie hatten schon zwei gar nicht so schlechte Chancen. Real Madrid hatte ja gerade im Viertelfinale eine kleine Heimschwäche bewiesen. Hier der nächste Schuss von Paul Pogba. Haben ja unter anderem hier 0:3 gegen den FC Sevilla verloren. Und wer weiß, wo der Ball eingeschlagen hätte, wenn da Marcelo nicht den Fuß zwischenbekommen hätte. Und jetzt gibt es erst einmal wieder eine Ecke für Man United. Die natürlich ebenfalls wie Arsenal auch drauf aus sind, ein Auswärtstor zu erzielen, mindestens eins. Und da sind sie gerade auf dem ganz guten Wege. Die Ecke allerdings war nicht wirklich gut. Die konnte Real ganz entspannt ablocken. Jetzt will Benzema den Ball, aber den bekommt er nicht. Man United bleibt im Ball, besitzt Pogba. Ist das auf Ashley Young? Der will den Ball reinbringen, wird aber Casemiro gestört und es gibt erneut eine Ecke. Ja, Zidane guckt da gerade ein bisschen besorgt. Ich glaube, dem gefällt die Einstellungsweise in dieser Begegnung hier nicht unbedingt.
Und Real sollte das hier auf jeden Fall ernst nehmen, nicht wie gegen Sevilla, denn es kommt nicht immer vor, dass man dann im Rückspiel das Ganze noch dreht, wie sie es mit dem 4-0 in Sevilla eben gemacht haben, was sehr beeindruckend war. Aber ich denke mal, ein Manchester United wird sich, wenn sie hier wirklich 3-0 gewinnen sollten, das nicht mehr nehmen lassen. Die haben wahrscheinlich auch ein bisschen gelernt aus dem Fehler von Sevilla dann, aber davon sind wir ja meilenweit entfernt. Hier ist nämlich noch genug Zeit und nur weil Real in der Anfangsphase gerade es ein bisschen ruhiger angehen lässt, heißt das nicht, dass das auch automatisch fürs ganze Spiel geht. Hier haben wir Vinicius Junior, eins der größten europäischen Talente. Der schickt hier Marcelo, der bringt den Ball rein. Aber Benzema war es, glaube ich, der da nicht rangekommen ist, weil die Hintermannschaft den Ball dann nicht mehr wieder rausköpfen konnte. Doch die Königlichen bleiben im Ballbesitz. Wieder Vinicius, der bringt den Ball rein. Der wäre fast gefährlich geworden. Aber am Ende kann Man United klären jetzt schon wieder. Also Real Madrid scheint es auch den Weg zum Tor zu suchen. Aber wir gehen erstmal wieder zurück nach Eindhoven. Genau, 16. Spielminute haben wir hier. Und der PSV Eindhoven bekommt einen Eckball vor der Fankurve. Mal gucken, was die Niederländer draus machen können. Lozano bringt den Ball rein auf Luke de Jong, aber Arsenal kann das Ding an Scheibenfuß gefährlich wird, aber hier eine Schusschance, vielleicht Rosario ist das hier und da kommt der Schuss und der knallt ans Aluminium, da hätte Bert Leno das Nachsehen gehabt. Glück für den FC Arsenal in dieser Situation, dass der Schuss von der Nummer 17 vom PSV Eindhoven nicht drin ist, wobei kein Glück, wie ich sehe, war da Bert Leno wohl doch noch dran, also eher eine gute Tat von der Nummer 3 im deutschen Tor. Hinter Ter Stegen und naja, das muss auch bitter sein. Man ist als Bernd Leno schon ein guter Torwart und dann gibt es aber noch Neuer und Ter Stegen, die nochmal eine Stufe drüber sind. So kann es sein, aber immerhin bei FC Arsenal ist er hier Stammtorwart. Und der kriegt wahrscheinlich gleich wieder was zu tun, wenn die Hintermannschaft von Arsenal so weitermacht. Die nächste Flanke kommt, aber gefährlich wird es nicht für das Tor der Londoner, die hier gerade in den letzten 5 Minuten ein bisschen unter Druck geraten. Eindhoven macht das hier gar nicht so schlecht in letzter Zeit. Und wir, liebe Freunde, gucken uns das doch an. Es ist wieder geklärt und wir gehen nach Madrid. Genau, und hier kommt Manchester United mal wieder nach vorne. Das ist Jesse Lingard, der passt genau. Da kommt Thibaut Courtois nicht an den Ball. Und das ist das 1:0 für Manchester United. Es ist unterm Strich verdient. Die Red Devils haben den besseren Start hingelegt. Und dann kommt dieser wunderbar platzierte Volley. Da kommt Courtois nicht an. Und auch noch perfekt zwischen zwei Realabwehrspieler, zwischen Varane und Marcelo durch. Perfekt getroffen. Schönes Tor. Verdientes 0:1. Und in Madrid, gerade in der Kurve, bei den Granada-Fans, werden sie sich auch wahrscheinlich gerade hinterm Tor denken, scheiße, geht das schon wieder los? Gegen Sevilla begann es ja ähnlich. Am Ende hieß es, wie gesagt, 0:3. Aber ich denke, das wird Real jetzt nicht mit sich machen lassen. Die werden hier gleich ganz schön zurückkommen, denke ich. Aber erst einmal müssen sie natürlich erstmal wieder ihre Gedanken sammeln nach diesem Tor. Das ist natürlich nicht so leicht zu verkraften in so einem Halbfinale. Direkt mal zu Hause ein Gegentor zu bekommen. Und Man United ist direkt wieder im Angriff. Der Torschütze Jesse Lingard wird hier allerdings zu Fall gebracht. Doch das ging mit fairen Mitteln zu, weil der Ball da im Spiel war. Jetzt kann Carvajal einwerfen auf Varane, einer der beiden, durch die der Schuss eben durchgegangen ist. Und jetzt kommen die Madrilenen wieder. Marco Asensio auf Carvajal. Der spielt den Ball lang auf Karim Benzema. Der steht nicht im Abseits, aber kann nichts draus machen aus dieser Situation, weil der Pass auch echt, oder die Flanke eher gesagt, nicht wirklich gut war. Und somit ManU wieder im Ballbesitz. Und den Ball, den halten sie auch erstmal, lassen ihn ein bisschen in den eigenen Reihen hier laufen. Smalling ist das hier. Matic, aber der verliert den Ball. Jetzt kommt doch vielleicht noch einmal Real Madrid, Luka Modric. Aber der weiß nicht, wohin, nach vorne erstmal zurück. Das ist Toni Kroos. Real Madrid, sehen sich schon, versucht hier einiges, liebe Freunde. Und ich würde sagen, wir schauen mal wieder rüber nach Eindhoven. Und in Eindhoven spielt der PSV immer noch wunderbar mit. Hat sogar in dieser Phase des Spiels etwas mehr Ballbesitz. Arsenal guckt sich das Ganze momentan so ein bisschen an. Vielleicht möchten sie auch, dass die Heimmannschaft hier sich langsam müde läuft. Aber ich denke mal, das kann noch ein bisschen dauern. Ich weiß nicht, ob diese Taktik von Arsenal unbedingt die beste ist für so ein Spiel.
Aber Unai Emery ist ja jetzt auch kein unerfahrener Trainer. Der wird schon wissen, was er hier macht. Arsenal auf jeden Fall die sogar etwas ungefährlichere Mannschaft. Eindhoven hatte ein paar mehr Chancen. Von daher wäre in der Führung gar nicht so unverdient gewesen. Aber es müssen die Niederländer aufpassen. Arsenal kommt nach vorne. Das sieht nicht schlecht aus. Das ist dann aber nicht so gut, wie es erst erwartet hat. Das denkt sich auch der Coach an der Seite. Da hätte ich gerade eigentlich mehr erwartet. Hier sehen wir nochmal eine Chance von Arsenal. Mkhitaryan mit einem Kopfball, der allerdings schon ein gutes Stück am Kasten vorbeigeht. Vielleicht mehr als der Keeper es auch als am Anfang gedacht hatte. Denn sonst wäre er nicht so abgesprungen. Hier steht es aber noch 0:0 und wir gehen mal wieder zurück nach Madrid. Und hier haben die Galaktischen mal wieder eine Flanke geschlagen. Sie belagern das Tor von Man U gerade. United steht aber gut in den meisten Fällen, lässt hier wenig zu. Jetzt Vinicius mal mit einer Flanke. Wäre die platziert, dann wäre es vielleicht gefährlich geworden. Aber die kann De Gea einfach wie Obst aus der Luft pflücken. Oder Obst pflückt man ja eher vom Baum, nicht unbedingt aus der Luft. Aber sie wissen, denke ich, was ich damit meinte mit diesem Wortspiel, Anführungszeichen. Und jetzt kommen die Red Devils wieder. Romelu Lukaku spielt den Ball zurück auf Young. Das ist Herrera. Und da ist dann schon wieder Jesse Lingard. Das ist das 0:2. 36. Spielminute. Und Man U führt mit 2:0 in Madrid. Und da gibt es jetzt auch ein großes Five-Konzert von den Rängen. Man hört nur noch die 4000 Man United-Fans im Gästeblock, die ihr Team feiern. Das hatte ich so nicht erwartet. Das hatte ich aber auch schon gegen Sevilla nicht. Fällt Real Madrid etwa wieder in genau dasselbe Loch wie gegen den FC Sevilla? Es sieht stark danach aus. Und das heißt wohl, Real Madrid wird, wenn das hier so weitergeht, wieder ein überragendes Rückspiel liefern müssen. Jesse Lingard, der Real Madrid-Killer-Fragezeichen. Noch steht das natürlich in den Sternen, aber so werden die Titelzeitungen vielleicht morgen am Kiosk erhältlich immer dann titeln. Wenn das hier so bleibt, denn bisher hat er hier einen guten Job gemacht und wir gehen zurück nach Eindhoven. Und in Eindhoven stürmen jetzt so langsam die Gunners ein bisschen freudiger nach vorne. Also hier scheint sich das Blatt so langsam zu wenden, aber Eindhoven bleibt offensiv, denke ich, auch weiterhin eine gewisse Gefahr. Jetzt vielleicht, wenn der Pass gekommen wäre, hätte da ein Spieler durchstarten können, der kam aber nicht im richtigen Moment. Und das war wirklich jetzt gerade ganz, ganz schwach vor den Eindhovenern. Da musste sich Leno nicht wirklich bemühen, um den Ball hier aufzunehmen. Aber der kleine Drang vom FC Arsenal nach vorne scheint schon wieder beendet, weil die Eindhovener schon wieder kommen. Rosario, Bergwien wieder Rosario, der kann schießen. Nein, da ist Luke de Jong und der trifft das Außennetz. Das wäre doch jetzt die Chance gewesen für den PSV Eindhoven, hier in Führung zu gehen. Und es wäre gar nicht unverdient gewesen. Aber das Außennetz sagt nein. Bernd Leno kann sich den Ball zum Abstoß hier zurechtlegen. Das macht er, das ist unspektakulär und deswegen, liebe Freunde, gehen wir wieder zurück nach Madrid. Ja, und hier läuft die Nachspielzeit, 3 Minuten gibt es. Man United führt immer noch mit 0:2 und Real Madrid muss da jetzt Mittel und Wege gehen finden, hier noch mindestens zum Ausgleich zu kommen, um nicht allzu schlecht fürs Rückspiel dazustehen. Jetzt vielleicht Vinicius Junior ist das. Der ist einer der aktivsten Spieler, bringt den Ball in die Mitte rein und dann ist der Ball im Tor. Luka Modric packt den Hammer aus und Real Madrid ist wieder im Geschäft. Was für ein geiler Volley auch hier von Luka Modric. Das hat ja eben schon Lingard Tor in Eindhoven auf der anderen Seite gemacht und wir haben einen Treffer in Eindhoven. Und hier führt jetzt doch der PSV Eindhoven. Sie haben endlich eine ihrer Chancen genutzt und es war Luke de Jong im wiederholten Versuch jetzt hier. Das Tor haben sie verdient und spektakulär haut er den dann ins Netz. Und wie gesagt, das haben die Holländer sich sowas von verdient. Arsenal hatte kurz eine Mini-Drangphase zwischen der 35. und 40. Minute, aber die
ist jetzt auf spektakuläre Art und Weise von Eindhoven auch wieder beendet worden. Und wenn die jetzt, wenn das hier so bleibt, in London treffen, braucht Arsenal auf einmal 3 Tore. Das hier, liebe Zuschauer, war es allerdings erstmal mit den ersten 45 Minuten. Und die haben doch wohl Lust gemacht auch auf mehr. Also bleiben Sie dran. Bis gleich. Liebe Freunde, willkommen zur zweiten Halbzeit hier in den Hinspielen des Halbfinals der FIFA Europa League 2019. Wir sind hier wieder in Madrid im Santiago Bernabéu, dem Finalstadion der FIFA Champions League. Und wenn Sie erfahren wollen, wer im Finale der Champions League eben aufeinander trifft hier in genau diesem Stadion, dann schalten Sie nächste Woche Mittwoch bei den Rückspielen des Halbfinals der FIFA Champions League ein. Dort haben gerade der FC Liverpool und eben auch Atletico Madrid so einiges gut zu machen. Das wäre es ja, wenn Atletico Madrid hier im Stadion des Erzrivalen den Titel holt. Oder auch, wenn Ronaldo Juventus Turin hier zum Titel schießen sollte im Stadion seiner alten Liebe. Also schalten Sie da auf jeden Fall ein, denn dort wird es Antworten geben. Oder sagen wir so, der Kreis der Vereine, der hier den Henkelpott in die Höhe strecken wird, wird auf 2 verkleinert. Das sollte es mit der Champions League-Werbung gewesen sein. Wir sind jetzt hier bei der Europa League und hier hat gerade Man United gute Karten, im Finale in Turin im Juventus Stadium dabei zu sein. Sie kommen jetzt über Luke Shaw und Jesse Lingard wieder, der hier das Spiel seines Lebens quasi macht. Mit 2 Toren, 2 wichtigen Toren gegen Real Madrid. Die Flanke allerdings war nicht unbedingt so erfolgreich. Und jetzt kommt wieder Man United. Die scheinen wohl ein bisschen besser aus dem Kabinentrakt zu kommen. Der Ball wird reingeflankt, aber geklärt. Und das heißt, wir nutzen mal die Gelegenheit, da hier gerade nichts los ist, dass wir rübergehen. Und zwar nach Eindhoven. Genau, und hier führt ja der PSV Eindhoven seit der 3. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit 1:0. Und daraus kann es schnell ein zweites werden. Pereiro hat da Platz, Pereiro. Aber was war denn das? Der hätte schießen können. Der hätte den Ball auf Luke de Jong spielen können. Was macht er? Er legt sich den Ball einfach viel zu weit vor. Und dann ist er weg. Also, ich glaube, das sollte sogar fast ein Pass in den Lauf sein. Aber das war ja nicht mal F-jugendwürdig, was der da gerade gemacht hat. Das wäre so wichtig gewesen für den PSV Eindhoven. So müssen sie jetzt weiter zittern. Klar, das 2:0 hätte auch noch nichts entschieden. Aber es wäre doch besser, denn lieber 2 Tore als 1 Tor. Aber Eindhoven kommt schon wieder. Arsenal scheint hier weiterhin Probleme mit den Niederländern zu haben. Das hat sich ja schon durch die erste Halbzeit gezogen. Da dachte ich auch erst, das sei vielleicht eine Taktik, dass sie es müde machen wollen. Aber Arsenal scheint auch in der Hälfte 2 nicht wirklich was gegen diese Holländer machen zu können. Außer den Ball natürlich immer, wenn sie können, herauszuköpfen. Was Arsenal braucht, sind jetzt einmal ein paar gute Abschlüsse. Und der könnte jetzt vielleicht kommen. Pierre-Emerick Aubameyang, der ist extrem schnell. Und der hat jetzt auch extrem viel Platz. Immer noch Aubameyang kann den Ball in die Mitte spielen. Aber wie er es macht, das war ja wohl die schlechteste Art und Weise, wie es hätte machen können. Lacazette wäre da von hinten gekommen. Aber er entscheidet sich für eine Station weiter vorne. Und das war die falsche Wahl. Und am Ende gibt es nur eine Ecke für die Gunners, die Mkhitaryan bringen wird. Die gucken wir uns doch an, bevor wir dann wieder rübergehen. Der Ball kommt rein. Er ist geklärt. Auf nach Madrid. Genau, und in Madrid kommt jetzt Real mal wieder nach vorne oder versucht es zumindest über Marcelo und Brahim, der inzwischen auf der linken Seite im Spiel ist, für Vinicius Junior. Aber erst einmal kommt wohl doch United und die haben schon ein bisschen mehr Erfolg. Die kommen sogar in den Strafraum. Aber auch hier kann die Abwehr den Ball rausköpfen und es brennt da hinten erst einmal noch nicht oder nicht mehr. Zweimal hat es ja schon im Kasten von Thibaut Courtois, ja, gezappelt. Und vielleicht kann jetzt Benzema einen guten Ball in die Mitte schlagen. Nein, er spielt zurück, aber dann verlieren die Madrilen den Ball wieder.
Man United, denke ich, würde dieses Ergebnis hier so auch nehmen, wenn es am Ende so bleibt. Denn dann muss Real ebenfalls zweimal im Old Trafford treffen. Aber soweit sind wir noch nicht. Erstmal kommt Real Madrid wieder, die jetzt immer stärker zu werden scheinen. Carvajal, der legt den Ball aber ein bisschen zu weit vor. Da kann Luke Shaw klären, aber Real bleibt im Ballbesitz mit diesem Einwurf. Und dann gibt es eine Auswechslung. Lucas Vazquez kommt. Ausfällt für Marco Asensio. Genauso geht Herrera runter auf Seiten von Man United. Und Scott McTominay kommt. Ausfällt. Und wir, liebe Freunde, gehen jetzt mal wieder rüber nach Eindhoven. Genau, und hier kommen jetzt mal wieder die Gunners nach vorne. So oft haben sie es ja bisher noch nicht geschafft. Aubameyang auf Mkhitaryan, die Ex-Dortmunder. Mkhitaryan bringt den Ball jetzt rein. Da kommt die Flanke, die war nicht schlecht, aber der Keeper kann den Ball entschärfen. Das war doch mal ein guter Weg hier. Mesut Özil per Kopf. Aber der Keeper kriegt die Hände schnell genug hoch und fährt sich dafür auch ab. Das kann er auch tun. Das war nämlich ganz, ganz wichtig, dass er dieses vorläufige 1-0 hier erst einmal festhält. Aber jetzt Aubameyang mit der Ecke auf Koscielny, der allerdings nicht so ganz rankommt, weil die Verteidiger da stören. Aber Arsenal bleibt vom Strafraum in Ballbesitz. Mkhitaryan kann er schießen, der schießt aber abgeblockt von der Hintermannschaft, die hier wirklich ganz dicht gestaffelt steht. Torreira, Mkhitaryan und jetzt ist es Lacazette. Und dann kam ein Schuss, der war nicht schlecht. Ich glaube, der hätte vielleicht sogar passen können. Aber da war dann doch ein Kopf des Verteidigers dazwischen. Der ist ein guter alter Headshot-Manier. Dann gegen den Kopf bekommt das Spielgerät. Aber Arsenal kommt schon wieder. Sie merken, die machen jetzt mehr Druck. Die nächste Chance. Aber Zuid im Tor kann mal wieder halten. Also, der hat heute wirklich einen besonders guten Tag erwischt. Jetzt kommt Alex Iwobi aufs Spielfeld für Pierre-Emerick Aubameyang. Ein ungewöhnlicher Schachzug. Ist der etwa leicht verletzt? Denn bei dem Spielstand würde ich jetzt den besten Stürmer nicht unbedingt rausnehmen. Arsenal wird jetzt besser, sehen Sie eine Statistik. Die machen hier gerade richtig viel. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder rüber ins Bernabeu. Und im Bernabeu kämpft Real Madrid um das 2:2. Sie haben noch etwas mehr als eine Viertelstunde. Brahim bringt den Ball rein auf Benzema, aber Man United kann den Ball erneut klären. Die Angriffe von Real Madrid haben in letzter Zeit jetzt zugenommen in den letzten 5 Minuten. Und das müssen sie auch, weil dieses 1:2 kann man fast nicht akzeptieren. Und da hätte United gerade eine super Chance gehabt. Jesse Lingard spielt den Ball zurück auf Lukaku. Also United will den Ball natürlich so weit wie möglich weg vom eigenen Tor haben. Und die Reingabe war auch eher schlecht als recht. Courtois kann den Ball easy aufnehmen. Aber United kann sich das Ganze hier ja auch erlauben. Die führen ja auch. Pogba. Er kämpft sich hier den Ball aber nicht. Real Madrid kann ihn zurückerobern. Und sie brauchen jetzt diesen einen Geistesblitz. Sie haben kreative Leute wie Modric, wie Toni Kroos. Aber diese haben diese Kreativität noch nicht nutzen können in der zweiten Halbzeit. Klar, Modric hatte in der ersten einen wunderschönen Treffer. Aber es muss hier eben ein bisschen öfter im Netz zappeln, damit man das hier aus Sicht von Real noch als Erfolg bezeichnen kann, das Spiel. Aber wir gehen erstmal wieder rüber nach Eindhoven. In Eindhoven wechseln die Gunners mal wieder. Monreal kommt für Kolasinac, ausfällt. Mal gucken, ob er noch den Unterschied hier heute an diesem Tage ausmachen kann. Eindhoven im Ballbesitz. Aber die Gunners gerade in einer Drangphase. Das haben sie eben in der Schussstatistik gesehen. Die haben in den letzten ungefähr 10-15 Minuten ganze 7-mal aufs Tor geschossen. Und jetzt kommen sie schon wieder. Der Ball kommt herein. Und da ist er auf einmal im Tor. Was, Alexandre Lacazette? Ich glaube schon. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Doch, Lacazette ist der Torschütze für den FC Arsenal. Das ist, wenn man das gesamte Spiel betrachtet, vielleicht etwas unverdient, aber aufgrund der Leistungen der letzten Minuten würde ich schon sagen, dass Arsenal sich den Treffer jetzt verdient hat. Da ist es im Stadion noch gerade ganz, ganz ruhig. Sie hatten schon gehofft, sie kommen damit durch mit diesem 1:0. Denkste, Lacazette hat was dagegen. Es war ein wunderschöner Schuss, absolut platziert. Und hören Sie das, wie still das hier ist. Jetzt kommen so langsam die Arsenal-Fans mit ihren Gesängen, aber da hatten wir ja gerade eine komplette Stille. Das habe ich doch auch noch nicht erlebt in einem Fußballstadion. Da sehen Sie wohl, die Eindhoven-Fans sind extrem geschockt. Und die Arsenal-Fans sind ja eh nicht dafür bekannt, Stimmungsmonster zu sein.
Aber jetzt kommen die Eindhovener zurück. Die peitscht jetzt ihre Mannschaft nochmal nach vorne, dass sie wenigstens dieses 1:1 über die Zeit bringen. Dann würde ein glückliches 1:0 im Emirates Stadium reichen. Aber Arsenal hat wohl andere Pläne. Die kommen schon wieder. Mkhitaryan, Mesut Özil. Auf Lacazette wieder. Und da ist Iwobi, der schießt. Und da musste der Keeper hin, sonst wäre es das 1:2. Und damit eben die Drehung des Spiels, wenn man so sagen kann, gewesen. Aber der Keeper ist heute einfach besonders stark und hält das, was er halten kann. Und jetzt kommt aber mal wieder Eindhoven. Bergwijn über die linke Seite. Oder Bergwijn, wie auch immer man ihn ausspricht. Ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher. Und es gibt eine Ecke für den PSV. Den man auch als PSV Eindhoven ausspricht. Wieso, weiß ich nicht so ganz. Weil ja eigentlich ein V da geschrieben wird. Ich kenne das zwar auch als PSV Eindhoven, aber ich sage das inzwischen als PSV Eindhoven, weil ich denke, dass das so korrekt ist. Aber wie man das jetzt auch in echt richtig sagt, weiß ich jetzt nicht genau. Der Ball kommt aufs Tor und da musste Leno sich lang machen. Dachte er zumindest, denn am Ende musste er es dann doch nicht, weil der Ball übers Tor ging. Aber das war immerhin schon wieder eine der gefährlicheren Chancen der letzten Zeit für die Holländer. Glück für Arsenal, aber Leno wäre sonst auch da gewesen und wir gehen wieder ab ins Bernabeu. In Madrid laufen die letzten Minuten. Real Madrid bäumt sich ein letztes Mal nochmal so richtig auf, aber es scheint nicht zu reichen. Immerhin ist es kein 0:3-Desaster wie gegen Sevilla. Immerhin ist es ein Ergebnis jetzt hier, was man tatsächlich realistisch gesehen noch drehen kann im Old Trafford. Aber sie hätten, denke ich, trotzdem noch gerne das 2:2. 3 Minuten Nachspielzeit haben sie noch. Schafft Real Madrid hier doch noch den Ausgleich nach einer echt guten zweiten Halbzeit. Die erste haben sie aber insgesamt verpennt und deswegen eben oben links auf der Ergebnisanzeige die Quittung bekommen. Die Flanke von Brahim Ball ist mehr Verzweiflung und jetzt, die war schon besser, da musste De Gea auch rauskommen, um die Gefahr zu entschärfen. Das hat er gemacht und jetzt ist noch 1 Minute auf der Uhr. Kriegt Real Madrid noch einen einzigen Angriff? Valverde kriegt den Ball. Benzema, Modric, Lucas Vazquez. Ein Ball muss jetzt in die Mitte geschlagen werden. Pogba kann ihn erobern, das könnte wichtig sein und der Schiedsrichter pfeift pünktlich ab. Das heißt, Man U hat die besseren Karten fürs Rückspiel, wenn sie wissen wollen. Wenn ins Finale kommt, schalten sie nächsten Donnerstag wieder ein um 14 Uhr im Halbfinale der Europa League. Und bis dahin sage ich ciao.